Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X. Ja, erstmal zwei Dinge vorweg. Erstes, frohes Neues nachträglich. Das, ist schon ein paar Tage her. Und zweite Sache, ich bin erkältet. Das heißt, wenn ich mich so anhöre, als würde ich plötzlich das Zeitliche segnen, macht euch nichts draus, das ist normal zurzeit. Und ja, das werde ich dann auch versuchen rauszuschneiden. Das heißt, wenn euch plötzlich irgendwie was komisch vorkommt, dass die Zeit anders ist oder so, dann habe ich da Plus gedrückt und wieder Plus gedrückt und das habe ich dann rausgeschnitten. Zumindest versuche ich es. Weiß nicht, wie es wird, weil, ja. Aber egal. Wir waren jetzt dabei, Kommandant Vantam Bericht zu erstatten. Und zwar im Blade Tower. Da waren wir ja, glaube ich, auch noch nicht. Tee habe ich übrigens auch dabei. Da kann ich immer mal in den Ladezeiten trinken. Either you picked up another Xeno, or someone's been holding their breath too long. This is El. We met in Noctilan. We are El Siddiff, if it please you. This planet has been our home since days of yore. Oh, long-time resident? That's why we brought him back. His knowledge could prove invaluable. I'd like to request permission for him to stay in New L.A. We can't allow just anyone to waltz into our city on a whim. How much do we know about him? I know enough. Enough to say that we can trust him. All Mirran natives are good, honest folk. Yes, Tatsu, yes. Anyway, Elma, you do seem quite sure of yourself. All right, I'll share the responsibility. He can stay. If that's acceptable, Mr. Director General. If you're both certain, so be it. Many thanks, good sirs. Truly, we are walking on the ninth cloud of seventh heaven. Please call us El. The rest is far too formal. And honestly, we prefer El anyway. More importantly, Colonel, what happened with the Lifehold unit? I see. So it wasn't the Corps after all. No. We confirmed it was one of the Archive units. Unit number 07. 07? That would be the LC repository, wouldn't it? One of three, but yes. The entirety of the Library of Congress archives. As I recall, the data was stored on units 07 through 09. Well, thank God it wasn't the Corps. This situation could have been a lot worse. I wonder. Hmm? The LC archives contained nearly every published work in mankind's history. It's not like it's just a bunch of random books and manuscripts, you know. It's a history of human thought, a record of opinions and emotions. I mean, yeah, sure, but... So if you stop and consider what it means to lose even a third of that data, it's a cultural and historical loss of catastrophic proportions. We do have parity data for the archives here. We know which unit was lost, so hopefully we can find some way to restore it. Let's hope so. Moving on. These ganglion, you're certain they were involved in the destruction of Earth? Here, see for yourself. The left shot is from a battle over Beijing, the right from our encounter. Son of a... Is it possible this is their native planet? Tatsu told us they aren't from here, and El confirmed it. They're recent arrivals. Very recent. So, either it's one hell of a coincidence, or they followed us. Considering they appear to be systematically targeting the Lifehold, I'd say that leaves no question they followed us here. Could they possibly know the purpose of the Lifehold? Maybe the whole reason we haven't found the core yet is because those scumbags already trashed it. So,
None of us would be here talking in the first place, would we? You got a point there. This information doesn't leave this room. But we've had several recent Pathfinder reports of Xeno sightings and contact. They may or may not be ganglion. But regardless, I propose we double down on our defenses going forward. That'll be all, Elma. Please continue hunting for any signs of the Lifeling. Yes, sir. Remember, the clock is always ticking. We have to find that unit before it's too late. Jawohl, Handlungsmission abgeschlossen. 25.000 Credits, oioioi. Sehr schön. Der Wissbegierige. Tipp von Eleonora. Kennst du schon das Kollektion? Nee, Collecticon, okay. Ja, Datenbank, Pflanzen, Kleintiere, Trümmer, Relikte. Hab ich schon. Jo. Ui, eine neue Rüstungsfirma. Dann gehen wir da erstmal hin. Wow, sogar den können wir benutzen. Okay. Ja, dann speichern wir halt mal. Wahnsinn, sehr gut. Ja, dann haben wir jetzt sogar einen neuen Dingsens da. Ah, okay. Und hier steht auch gleich, wo er oft zu finden ist. Da gehen wir erstmal hin. Ich hoffe jetzt, dass der nicht wieder unter uns ist, sondern hier direkt in der Gegend. Nee, okay. Hä? Wir stehen jetzt genau vor... Nee, jetzt sind wir in dem Segment, aber... Ja, anscheinend ist er wieder unter uns. Ah, oh, benötigter Level 38. Uiuiui. Was wir jetzt mal machen können, ist ins Blade Hauptquartier gehen und dort diese Harmonie-Mission annehmen. Das wäre nicht schlecht. So, da rein. Ja, doch. Ah, immer schön Tee schlürfen. Hä, wo kommen die Pflanzen her? Waren die schon immer da? Ich sehe die gerade zum ersten Mal. Boah, dieses Grün sieht irgendwie ziemlich cool aus. Mir gefällt's hier. Okay, also wir müssen jetzt noch ein Moment. Team. Aufstellung. Verpiss dich. So, machen wir erstmal so eine coole Harmonie-Mission hier. Hallo? Ah. Okay. We have visitor. Hey, it
busy? Monty's team botched a job, and we need a cleanup crew pronto. Monty? So it's a reclaimer mission? Did we find a chunk of the white whale? Chunks, plural. Bits and pieces have been washing up around here lately. Someone needs to go round them all up. Frage, warum ihr irgendwelche Teile sammeln sollt? Ich bin natürlich besorgt. Hm? Oh, yeah. Those guys are fine. They lost some gear, but otherwise no big deal. Hey, maybe we'll even find some materials we still haven't been able to synthesize in NLA. Yeah, the reclaimers are all fired up too. Just remember, the area hasn't been cleared of indigents yet. It could be dangerous. For an inexperienced team, at least. Which is why you came to us, am I right? Bingo. I am asking a few other top teams, so if you want the job, you best shake a leg. Tatsu, not let anyone steal this glory. Team Tatsu, move out! Yeah. Alles klar, dann geht's jetzt los. Auf zum Strand nördlich von LLA. Das kann ja nicht so schwer sein. Diesmal sagen sie uns schon, dass es gefährlich werden kann, ja. Wir hatten schon Probleme bei dieser Handlungsmission, die für Level 1 vorgeschrieben war. Das wird ja super. Dahin. Okay, ich guck gerade auf der Map, wo wir hin müssen. Da. Dann reisen wir dahin schnell zum Knotenpunkt. Hab gerade nicht aufgepasst. Und von dort aus laufen wir dann. Da ist auch noch eine Sonde zwischendurch, das ist ziemlich gut. Hoffen wir nur mal, dass wir die finden. Jetzt sind wir da. Da lang. Wie sieht es eigentlich mit unserem Level aus? Oh Gott, wir sind noch überall ganz am Anfang. Naja, das wird schon. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Items für die Mission, die wir angenommen haben, für diese Nebenmission. Ja gut, den Lebhüx Level 10, den müssen wir jetzt nicht besiegen. Die Ovis auch nicht. Oh, da ist wieder so ein Leviat. Cool. Oh, 24. Schnell weg hier. Aber die greifen uns zum Gott sei Dank nicht an. Oh. Oho. Oh. Ja, ich glaube... Toll, jetzt wird's wieder Nacht. Och, das ist doch ein Verarsche hier. Wir gehen erstmal hier rum. Items, Items. Oh, meine Nase. So, musste kurz Nase putzen. Uiuiui. So, jetzt geht's weiter. Wo sind wir denn? Level 26, das können wir auch nicht besiegen. Und ich finde es immer noch merkwürdig, dass diese Viecher uns nicht angreifen. Guckt euch das doch mal an. Das guckt uns einmal böse an und schon fallen wir tot um. Die sehen ja so cool aus.
Ups, ich komme vom Weg ab, ich komme vom Kurs ab. Uiuiui. Schnell, 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 schnell. Da vorne ist noch was zu erkunden. Ist das hier oben oder unten? Scheiß drauf, das ist unten. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Abgang. Giovanimo! Puff. Und total klar, wir haben es überlebt. Was sonst? Untersuchen. Das ist bestimmt wieder Technik. Ne, Mechanik meine ich. Ja, sehr schön. Die können wir auch nicht besiegen. Die Items nehmen wir aber mit. Oh, ein Tyrann. Schaschlik, ach du Scheiße. Der Schrille. Das ist ja ein cooler Name. Schaschlik, der Schrille. So viele Sch da drinne. So, weiter, weiter, weiter. Die sehen auch ziemlich cool aus. Also, wow. Cooles Design. Oh, wir müssen jetzt hier am Strand entlang. Ja, sollte gehen. Ach, so ein Strandspaziergang bei Nacht hat doch was. Es ist doch wirklich schön. Und nichts greift uns an, nichts überfällt uns, nichts will uns zermalmen, zerquetschen, auffressen, durchbohren. So schön. Da noch ein hübscher Mond. Oh, da ist ein Sonnenpunkt. Hoffentlich können wir da auch eine Sonde installieren. Das wäre blöd, wenn nicht. Wir waren hier auch, glaube ich, noch nicht. Das ist gut. Ja, neu entdeckt. Sehr gut. Ja, und Mechanik 2. Gott sei Dank. Gucken wir mal, was das Gebiet so am besten hat. Kampfunterstützung. Aber wir haben noch keine Kampfsonden. Naja. Dann geht's jetzt weiter zum Questpunkt. Wir sind gleich da. Ja. Oh. Ah, die greifen uns nicht an. Das ist ja... Oh, bitte jetzt nicht schon wieder... Ach, das ist so... Oh Gott. Okay. Das hier sind die Bruchstücke des Weißen Wals. Die sollen wir sammeln. So, da haben wir schon mal eins. Item. Es sind aber mehr als nur ein Trümmer. Ne, es sind drei Trümmer, genau, okay. Gott, irgendwie bin ich sehr verwirrt. Ja, gleich sind wir da, gleich sind wir da, gleich sind wir da. Hier sind auch alle nur Mechanik Level 1, schließlich können die das nicht abhängig davon machen, ob du schon Mechanik hochgeskillt hast. Mechanik sollte man auf jeden Fall am Anfang skillen, dass ich Biologie gemacht hat, war ein kleiner Fehler. So, sehr schön. Die Viecher haben dort natürlich alle ein relativ hohes Level. Yeah, it looks like we've got everything in the area. I sure hope they can get something useful out of all this. Well, well. Beaten to the punch. Hey, Doug. Gotta hand it to you, Elma. You work fast. You must be the other team Vandam sent out, huh? One of them, anyway. Thought we made pretty good time, too. But then you always were one step ahead. Remember? Back when Earth was hit. That lone Skell that struck back before anyone else? Guess whose Skell that was? Wait, really? Elma, that was you? It was a long time ago. And it didn't change anything. Come to think of it, that was a tandem Skell, wasn't it? Weren't you with...
a distress call. Signal originating from... That's Arena's ID. And not far from here. We'll go ahead. We can link back up later. Team Tatsu coming too. Irina in Gefahr, rücken wir aus. Los! Oh, das ist ein ganz schönes Stückchen. Heilige. Weiter geht's. Oh, hier ist noch was neu. Was soll denn das sein? Ah, das zeigt an, dass da ein Schatz ist. Moment mal, wir können hier runterspringen. Da ist noch was. Oh oh. Und? Geil, sehr schön. Und dann hast du das Segment erforscht. Wie cool ist das denn? Und 10.000 Credits, heiliger Mist. Und eine Fördersonde G2, sehr schön. Flutsch doch hier. So, wir sollten uns beeilen. Wir müssen Irina... Irina retten. Und unsere Items sammeln. Unser Blade-Level muss auch erhöht werden. Und das wird ewig dauern. Vor allem, weil wir nicht so viele Tyrannen besiegen können zurzeit. Wir sind noch recht schwach. Gegner, die uns angreifen, wenn sie uns sehen. Die sind auch wieder 3 Level über uns. Oh, da oben. Wieder perfekt durchgesneakt hier. Ja. Oh, das sind wieder Gegner, die wir besiegen können, aber wir müssen hier gar nicht lang, wir müssen da unten lang. Wo die Gegner wieder stärker sind. Ah ne, Level 17, 18, 19 wird schon schwierig. Hier, dann greifen wir die doch mal an, damit wir noch wenigstens einen Kampf haben in dem Part. Oh Gott, nein! Schnell weg! Da kam das größere Vieh auch gleich noch. Oh! ja, springen wir jetzt hier runter? Ungefähr. Ja, wir fallen. Ja gut, Level 19. Level 18, das können wir schon mal besiegen. Ach Gott, jetzt müssen wir hier durchkommen. Wow, hier sind echt viele davon. Nein, guck mich nicht an. Oh, Gott sei Dank. Wir sind durchgekommen. Jetzt geht's los. Oh, das hat sogar... Oh, verdammt, daneben. Oh, ich behalte sogar einige meiner Fähigkeiten. Das ist ja schön. Ja. Level 19, ob wir das besiegen können. Zu dritt halt auch nur. Das habe ich mich jetzt vielleicht schon wieder total übernommen. Ein Kampfruf wäre mal schön. Aber da ich es ja vorhin verkackt habe, haben wir halt auch keine Moral. Jetzt. Sehr schön. Ah, das schaffen wir schon. Na komm, jetzt mach doch endlich mal hier Kampfruf, innere Herausforderung, irgend sowas. Dann greife ich halt selbst an. Hallo, verdammt, ich hänge. Boah, wir sind geblendet. Jawohl, jetzt perfekt, jetzt haben wir Moral.
Ja. Oh, jetzt haben wir es gleich, jetzt haben wir es gleich. Oh, shit. Und zack, Sieg. Oh, 1 von 6 und nur 46 EP, das ist Mist. Dann lassen wir die erstmal da rumliegen, interessiert uns nicht. So, was ist hier in dem Segment? Hallo? Okay, wird nicht angezeigt. Sieht aber nach einem Schatz aus, aber ich... Ah, da vorne. Uiuiui, ganz schön tief, hä? Wir sind hier irgendwie oben auf dem Berg und unter uns ist der Schatz. Oh, ho, 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 ho. Die Frage ist halt jetzt bei Irina, ob das oben oder unten ist. Wenn wir jetzt nach unten springen, dann kommen wir wieder nicht hoch, oder wie? Naja, gut, wir sammeln die Schätze dann später ein. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch hier oben erstmal eine Pause. Ganz genau hier. Ach du heilige Scheiße, nee, hier machen wir keine Pause, Himmel! Okay, ja, hier können wir eine Pause machen. Scheiße, hab ich mir jetzt... Jetzt war mir aber das ganz schön das Herz in die Hose gerutscht hier. Oh Gott, hier auch nicht. Nee, um Gottes Willen, wir müssen noch weiter rennen. Oh Gott, darunter können wir auch nicht. Oh, wir sind entkommen. Jetzt sind wir schon fast am Questort am Zielort. Okay. So, und hier machen wir jetzt Pause. Hier sollten wir sicher sein vor großen Kreaturen, die uns one-hitten. Sieht sicher aus. Alles klar. Gut, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein.